Im Jahr 1866 wurde in der noch kleinen Ackerbürgerstadt Waren an der Müritz das von Malzahnsche Naturhistorische Museum für Mecklenburg gegründet. Es war das erste dieser Art im Land überhaupt. Heute ist das Müritzeum ein Naturerlebniszentrum mit einer Strahlkraft, die weit über die Stadtgrenzen hinausreicht. Aus dem kleinen Naturhistorischen Museum entwickelte sich über 147 Jahre ein Haus der Superlative. Seit 2007 lockt es mit seiner imposanten Architektur, Deutschlands größtem Aquarium für heimische Süßwasserfische, sowie Wald-, Moor- und Wasserwelten kleine und große Naturforscher. Anfassen und mitmachen sind ausdrücklich erwünscht. Seit neuestem finden sie sogar einen deutschlandweit einzigartigen goldenen Hecht in einem eigens für ihn angelegten 4500 Liter Becken. Aber egal, ob sie abtauchen, durch geheimnisvolle Wälder streifen, vielfältige Wiesenwelten erkunden oder eine der vielen Sonderausstellungen besuchen möchten, das Haus der tausend Seen ist bei jedem Wetter einen Ausflug wert. Das flüssige Element, Seestücke des 17. und 21. Jahrhunderts. Die aktuelle Sonderausstellung im Kunstmuseum Ahrenshoop beinhaltet 30 Ausstellungsexponate, die aus rund 3000 Kunstwerken der Sammlung S.Ü.R. Rusche ausgewählt wurden. Die Sammlung niederländischer Kleinmeister des 17. Jahrhunderts des Textilunternehmers Thomas Rusche zählt zu den bedeutendsten ihrer Art in Deutschland. In der Gegenüberstellung von Werken aus jener ersten Blütezeit der Seestücks mit Kunstwerken des 21. Jahrhunderts zeigt sich, was uns von der versunkenen Epoche trennt, doch auch, was uns daraus noch nahe und verständlich ist. Die Sammlung des Kunstmuseums Ahrenshoop, welches erst im August 2013 eröffnet wurde, ist bereits auf mehr als 600 Kunstwerke angewachsen. Auch aufgrund seiner exponierten Lage mitten auf der Halbinsel Fischland-Darß ist es inzwischen zu einem echten Besuchermagneten avanciert. Die Ausstellung Das flüssige Element, Seestücke des 17. und 21. Jahrhunderts ist noch bis zum 24. August zu erleben.